Nanu, gibst du schon auf? Hm? Blödmann. Na, warte. Willst du etwa immer noch weiter kämpfen? Hast du noch nicht genug? Oh, natürlich. Es geht um das Mädchen. Wenn du verlierst, hast du schlechte Karten, oder? Ich glaube, da liegst du nicht ganz richtig. Warum? Weißt du, ich bin ein Mann, der in vielen Kämpfen sein Leben aufs Spiel setzt. Aber das mache ich nur, um meine Freunde zu beschützen. Um deine Freunde zu beschützen? Mach keine Witze. Wie willst du das denn anstellen, wenn du so ein Schwächling bist? Wer ist hier schwach, du Mistkerl? Ich kann niemanden beschützen? Das verstehe ich nicht. Ich habe dich mit meinem Schwert so oft getroffen. Wie kannst du... Da staunst du, was? Aber verglichen mit Zorro bist du nur ein Amateur. Was bildet der sich eigentlich ein? Gegen mich hast du keine Chance. Aber ich hab dir ja gesagt, ich bin der stärkste Mann der Welt. Und jetzt werde ich dich erlösen. Das war ja einfach. Was ist denn jetzt los? Du bist der stärkste Mann der Welt? Und dann bindest du mir so ein windiges Kettchen um? So, dann wollen wir doch mal sehen, was du sonst noch drauf hast. Kein Wunder, dass du langsam nicht mehr stehen kannst. Und deine Kameraden haben wir bestimmt auch schon alle besiegt. Die? Besiegt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum nicht? Meine Freunde sind wirklich stark. Sie sind noch viel, viel stärker als du. Wie meinst du das? Weißt du, mein Dicker, bei Stärke geht es nicht nur um Muskeln oder um die Technik, sondern um Herzblut. Was soll das? Ich bin der stärkste Mann der Welt. Fahr zur Hölle! Tornado! Tornado! Ich bin doch der Stärkste! Also ich kenne da einen, der hat noch einen viel härteren Kick drauf als du. Auch wenn er manchmal eine Nervensäge ist.